So, moin moin Leute, grüß euch. Wir sind wieder am Start, heute zu dritt. Der Holger, mein Beifahrer, ist wieder dabei und wir nehmen den Lorenzo mit. Moin moin. Frischer Einsteiger aus meiner Umgebung. Fliegt jetzt auch digital, hat sich eine DJI FPV-Drohne gekauft und will jetzt so ein bisschen in das Hobby mal reinschnuppern und gucken, wie es ist. Und heute zum Race, vielleicht kann ich ihn ja überzeugen, mal ein Race zu fliegen. Ja, heute geht's nach Wettmershagen bei Wolfsburg zum Drone Cup North Rennen, das vorletzte. Abschluss ist ja dann in Münsterland, so in 3 Wochen, glaube ich. Wetter ist so, oh la la, es soll eine Regenfront von Westen halt noch aufziehen. Wir haben das Zelt auch dabei. So wie die Bilder es zeigen vom Track, soll es wohl ein sehr schneller Parcours werden. Also die Parcours, die wir vorher kennen, waren ja recht technisch und ich denke mal heute, wir sollten die großen Akkus einpacken, sagte Lukas, und mal gucken, was uns da erwartet, was wir heute holen. Und ja, dann viel Spaß beim Zuschauen, bis später. Zeigenaufnahme. Wie immer. Ist das live? Ist das live? Nee, noch nicht. Ja. Ich flieg nicht mit. Das wird von Mal zu Mal schlechter irgendwie. Jetzt ist nur noch die B-Ware da. Das wird von Mal zu Mal schlechter. Das ist, weil Andreas zu gut fliegt, deswegen haben die anderen keinen Bock mehr. So, dritter Akku geflogen. Man muss erst mal reinkommen. Das ist ein Track, der ist sehr schnell, aber auch sehr technisch gehalten. Also gerade mit vielen Kurven und alles und Kreiseln. Von daher mal schauen, wie es wird. Gott sei Dank regnet es nicht, aber die Sonne sticht jetzt durch die Wolken natürlich ganz schön durch. Aber ansonsten angenehmeres Wetter als letzte Woche in Sustomor. Aber gut. Ja, zeige ich euch noch mal ein bisschen was hier. Die sind gar nicht oval. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Da rennt der Lukas mit dem Lötkolben durch die Gegend. Schon gelötet. Du siehst doch, wenn du so hell so klamm bist. Bei mir nicht. Up next, race number 2. Drone Cup North. Heat 2 of 6. Ein guten Tag. Hallo, läuft gut? Alles prima. Ja, ne? Fliegen Katastrophe, aber. Ja, gut, aber der Spaß, ne? Ja, stimmt. Muss nur besser werden, ist auch jung am Tag, ne? Ja, deswegen passt. Mal schauen wir mal weiter hier. Ja, Track ist anspruchsvoll. 30 seconds to the start of the race. Na, ihr? Na? Na du? Wie läuft's bei euch? Ganz gut. Wir haben genug Bild. Oh, stimmt. Ton haben wir automatisch und jetzt fliegt Nick Nolte noch mal eine Runde. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, das wird noch mal ein spannender Hit. Das wird, glaube ich, sehr interessant, sehr interessant. Mal gucken, ob Lukas seinen Arsch voll kriegt heute. Ich glaube, das entscheidet sich jetzt nach der nächsten Okay. Schauen wir mal kurz zu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, drum 1, drum 2, drum 2.
So, wir gehen in die Finals. Wetter hat so ein bisschen umgeschlagen. Haben wir hinten so ein bisschen leichten Regen gehabt eben, aber jetzt geht's wieder. Bin im 9. Heat dran. Ja, wir fliegen nur zu dritt. Also ins Loser Bracket komme ich alle Fälle. Mal gucken, vielleicht kann ich noch Platz 2. Ich bin gespannt. Da haben wir hier ein bisschen gerade alles ein bisschen gesichert. Der Wind spielt halt eine große Rolle jetzt. Gerade wenn man durch die Gates durchfliegt und durch den Tunnel, kann das doch schon sein, dass es halt so ein bisschen einen zur Seite drückt. Mal gucken. Tom ist auch da. Da. Ist ein Kollege mit, der in Wolfenbüttel immer mitfliegt, guckt sich das heute auch mal an. Ist vorbeigekommen und ja, ne? Hat was? Auf jeden Fall. Ja, wollte mir das Ganze mal angucken, wie es hier so läuft, ein Rennen kennenlernen, was die Realität so zeigt. Und nächstes Jahr selber mitfliegen. Ja, auf jeden Fall ein Ziel. Ja. Top. Ja, wir haben jetzt hier die Final-Läufe, bei mir dauert es noch ein bisschen. Hier wird gerade gechillt. Hallo Olli. Hallo, na? Wie geht's euch beiden? Gut? Ja, wunderbar. Den Andreas geht's ein bisschen besser. FBV 24 Piloten geht es immer gut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es gibt gar keinen. Neues Hans und Elliot. Und wie läuft's bei euch? Ja, super. Könnt ihr besser laufen? Ihr seid gleich dran? Ja. Will euch nicht nervös machen. Nee. Das Wetter hat sich Gott sei Dank so ein bisschen verbessert. Der Regen ist Gott sei Dank abgezogen. Und da können wir noch schön die Finals zu Ende fliegen. Und noch einen schönen Tag verbringen hier. Strahlender Sonnenschein jetzt, es brennt die Sonne wieder. Kommen die Final-Läufe. Das wird jetzt nochmal richtig interessant. Ja, dann war das irgendwo Loser-Bracket-Geschichte. Nicht arm, meinst du? Soll ich nicht? Boah, der drückt da richtig drauf. Sieh doch. Richtig. Siehst du, guck. Kannst einen Rahmen erstmal füllen. Bisschen links. Dass wir uns nicht über den Haufen schießen. Hallo, du gehst all or nothing. Wir werden jetzt die Taktik noch mal an dem Startplatz ein bisschen ausgekoren. Wer wo startet, damit sie sich nicht gegenseitig wegschießt. Beste Mal Finale. Alter Schwede. Schaffst du. Concentration. Yeah, man. Liebe Piloten. Ah, Junge. Einmal DJI, einmal analog, einmal HD Zero. Ich habe aber schlechtes Bild. Einmal bitte kurz die Daumen. Ja, ich weiß nicht, wie es oder Füße, da hinten sind schon mal zwei Füße. Warte, das Bild. Ich hab
Hier werden noch mal kurz Korrekturen. Mal korrigiert von dem Bild. Hier sind die Lines. Ja. Setzen wir noch schlechtes Bild, aber egal. Weil sie auch hinter dem Baum sind. Und dazwischen sitzt du noch, ein bisschen Wasserkopf dazwischen. Jetzt fragen wir mal die Spezialisten hier, was sie davon halten. Von was denn? Von der Kanalumstellen. Soll sie stellen, mein Gott. Stell her. Mit DJI kein Problem. So, alle ready, dann geht's los. Unser erster Durchlauf im Finale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, die Finals laufen. Erster Run hat Falk FPV gewonnen. Gucken, wie es gleich weitergeht. Wir gehen mal kurz ins Pilotenlager von Coptergeschwader Hannover. Wir laufen die Vorbereitung. Und sehr, wie läuft's? Sehr, sehr gut. Eben Erster. Sehr gut. Staccato Pro FPV 24. Man sieht hier, man ist ziemlich locker, siegesicher. Gucken, was passiert. Die Piloten gehen an den Start. Runde Nummer 2. So, Runde 2 startet. Wir gehen live mit. Zweite Runde. Zweite Runde. Mehr Gas geben. Welchen Platz hast du eben belegt? Zweiter. Zweiter, wunderbar. Also jetzt Erster. Nee, wieder Zweiter. Schön immer Zweiter bleiben. Nicht zu viel wollen. Stimmt. Letzten Einstellungen wären vollnommen oder gegeben. Mal gucken, was man noch so rausholen kann. Und dann geht's jetzt los. Ja, die Finals sind zu Ende. Ich gehe zum Gewinner. Falk hat gewonnen. Glückwunsch. Erste Rennen mit Staccato Pro HD läuft. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Mein Lipo, mit 10 Volt durch Start und Ziel, der hält. Wie sieht der Akku aus? Hier, da ist er. Kochend heiß. Lipo rein. Hier. Geiles Ding, aber geht. Was Schneider nicht bei der gut. Danke. Geil. Deswegen zwischen euch beiden Dings. Wann ist Dritter? Das Orga-Team dann bitte zur Rennleitung. Das Orga-Team bitte zur Rennleitung. Ja, das war der Drone Cup North aus Wittmarshagen. Es geht gleich über in die Siegerehrung. Und war wieder ein schönes Event hier. Jo, mach's gut. Grüß schön, ne? Mach ich, du auch. Nö, das ist doch völlig okay. Sowas gehört dazu. Ja, ein alter Kollege Ingo von mir, mit dem ich damals das Copterfliegen angefangen habe, in Braunschweig, wo wir noch mit CC3D geflogen sind, den alten Coptern. Und ja, man trifft sich hier bei solchen Rennen immer wieder mit älteren Flugkollegen, was ja auch gut ist. Jetzt sehen wir hier gleich auch noch mal X-Class Copter, das ist mal was ganz Aktuelles und Geiles. Zu starke Vibrationen. 2,4S zu 8S. Und mal gucken, was das Ding bringt. Also, ich bin echt gespannt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, letztes Mal in Friedewalde, wo sowas geflogen ist. Und echt Hammer. Dabei sein ist alles. Das ist deiner. Olli, war das nicht dein Copter? Du hast auch vorhin Fotos damit gemacht. Ja, oder? Genau, ist mein Copter eigentlich. Und ich darf den fliegen heute. Ja, du darfst den fliegen, geil, weil du ein geiler Typ bist. Das ist geil. Du vertraust mir was an. Du bist ein geiler Typ. Wir kennen so viele Jahre, das geht. Ich hoffe, ich lasse ihn heile, du. Ja.
Geil, geil! Da kommt auch mehr, aber. Das ist die Spannweite Meter, nee, mehr als Meter. Nee, den haben wir kurz, weil wir nicht eingestellt gekriegt haben. Das war jetzt. Das waren. Hier sieht man die Faszination eines X-Class-Copters, was man doch sehr, sehr selten sieht. Dann, nee, dann fangen wir erstmal damit an, dass das alles relativ, also sehr gut geklappt hat. Vielen Dank an die ganzen Helfer. Die Helfer, danke schön! Also vielen Dank nochmal an euch, auch an alle, die hergekommen sind, trotz des widrigen Wetters, was wir hier erwartet haben. Aber nicht hatten. Ganzen Tag geregnet hat. Genau. Aber nicht hier. Ja, dann kommen wir zum TQ. War ein knappes Ding. Es ist diesmal nicht Andreas Falk. Ich nehme das gerne entgegen. Dann Nick Neute. Nächste Runde übrigens 26,8. Oh. 26,5, okay, aber. Ist das die echte Zahl? Ja, da steht da drauf. Steht 26 drauf? Wirklich? Ja, für das nächste müssen wir kurz warten. Dann erzähle ich kurz, dass wir ein bisschen Probleme hatten mit den Urkunden. Das heißt, ein paar kriegen ihre Urkunden auch hinterhergeschickt. Ja, Andi hat es in der ersten Instanz vergessen. Ich also danach, er hat sie gedruckt, aber zu Hause liegen. Genau. Ich habe danach gedruckt und nicht nochmal kontrolliert und jetzt fehlen 5. Also die ich hoffe, das ist Platz 1 bis 5. Ne? Ja, also kriegt ihr hinterher geschickt, das kriegen wir alles hin. E-Mail-Adressen oder haben wir. Oder am Finale. Oder am Finale. Eben. Oder gar nicht. Per Mail zum Selbstausdruck. Da ist kein Wasserfall hier drauf. Nicht. Kannst du auch so ausdrucken, wenn du einen Tintenstrahl sogar hast. Oder irgendwas. Schön als Blanko. So. Ja, komm, Ananas. So. Kommen wir zu goldenen Ananas. Nicht der teuerste Schaden, aber wahrscheinlich der ärgerlichste Schaden. Werde ich mich auch lange noch mit beschäftigen und es tut mir leid, Sven. Sven, komm nach vorne. Goldener Ananas. Goldener Ananas. Nicht mal dafür hat mein abgebrochener Arm gereicht. Solide goldene Ananas. Wo steht noch der Platz? Du hast den schönsten Crash gehabt. Ja, klar, danke. Okay. Hast du mich knapp geschlagen? Stimmt, ey, verdient, kann man sie nicht abtreten. Ja, okay, dann kommen wir zu Platz 22. Elliot. Dann haben wir Holgen. Platz 20, Sven! Sven, Aufgabe bezahlt, Junge! Platz 19, Götz! Platz 18, Micha! Platz 17, Olli Mi! Platz 16, Wahl der Wahl. Platz 15, Easyfly. Sven, jetzt bist du aber so belohnt, jetzt alles wieder gut. Komm noch mal dran. Platz 14, Zulu. Platz 13, Harztech. Haben wir die Scheibe oder wieder was? Knappes Ding. Platz 12, Lizard. Platz 11, ich. Moment.
Top 10 leider. Moment, das wurde erst umhalten. Erst umhalten. Ja, ja. Ohne Schniedel. Jetzt zu Top 10. 10. Mike. Platz 9. Mr. D. Zeig doch mal. Platz 8, Limo. Verdient. Richtig stark. Platz 7, Cobra. Genauso stark. Die spritzt zweimal. Platz 6, Wussel. Platz 5, Felix. Du hast doch gejammert, dass du heute... Platz 4, überraschend, Nick Nolte. Jetzt. Platz 3. Johannes. Der Johannes. Der Johannes. Oh, Junge. Haben wir Lifetime wieder gehackt, hä? Jetzt. Platz 2, Matze. Ich sag mal 21. Du hast den nicht wirklich bei liegen. Ja, wieder das ganz zufällig hier. Mike FBB. Also nächstes Jahr Orga für die Top 3, ne? So, das Rennen ist vorbei. Wir fahren nach Hause. Holger fährt. Finde ich auch nett von ihm. Platz 17 von 22 waren. Hartes Starterfeld, aber bin zufrieden. Ne? Holger auch. Ja. Lorenzo ist auch mit seinem Platz zufrieden. Genau. Mir hat echt Spaß gemacht in Detmarshagen. War wirklich eine super Organisation nochmal. Danke an Lukas und das ganze Orga-Team. Und ja, jetzt geht es in 2 Wochen weiter im Münsterland. Das ist der Abschluss. Und dann in 3 Wochen geht es nach Diepholz zum DCS-Rennen. Und dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Dann geht die Wintersaison los und dann geht es in die Halle. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Gerne Daumen nach oben unten und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und in diesem Sinne noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.